Herzlich willkommen auf dem Kanal von slowjuice.de. Mein Name ist der Bastian und ich freue mich, dass wir heute bei der Firma Peak Technologie in Salzburg, Österreich zu Gast sind. Und ja, wir wollen heute uns ein wenig mit dem Thema Wasser beschäftigen. Peak Power Technologie ist dafür bekannt, für die Umkehrosmoseanlagen, die ihr unter anderem auch bei uns im Shop findet. Und was ich jetzt heute erfahren habe, Frau Vogel ist die Geschäftsführerin erstmal von der Firma Peak Power Technologie. Guten Tag, hallo. Ja, hallo Bastian. Ja, hallo Marlin. Danke für die Einladung. Ja, genau. Und was ich heute erfahren habe, dass ihr auch die Lauretania vertreibt, dass ihr hier also Vertriebspartner für Europa seid, für die Firma Lauretania. Ja, ist das richtig? Europa, nicht ganz. Also wir sind der Importeur für Lauretania in den Dachländern, sprich in allen deutschsprachigen Ländern, wie in Deutschland, Schweiz und Österreich. Und seit etwa 20 Jahren sind wir in dem Bereich tätig, also haben Lauretana auch wirklich in den deutschsprachigen Bereich eingeführt. Lauretana kommt ja aus dem Piemont, also den ganzen Bereich Vertrieb Italien oder auch ansonsten der Rest Europas, das wird wirklich von Italien ausgesteuert. Damit haben wir nichts zu tun, sondern wirklich nur für den deutschsprachigen Bereich. Okay. Wer vielleicht von euch Lauretana noch nicht kennt, vielleicht kannst du mal wieder so mal kurz vorstellen, was ist denn Lauretana, für was ist denn bekannt? Lauretana ist bekannt als das leichteste Wasser Europas. Also es hat nur 14 Milligramm an Mineralsalzen. Zum Verständnis, also viele können vielleicht mit dem Begriff hartes Wasser sofort was anfangen, weil da denkt man an viel Kalk und Wasser, was man kaum trinken kann. Und Lauretana ist eben ein ganz, ganz weiches Wasser oder auch leichtes Wasser, weil eben eigentlich fast nichts weg ist, also fast nichts drin ist. Wenn man Lauretana abkocht, also einen Liter sozusagen abkocht, bleiben unten am Rand sozusagen nur 14 Milligramm, also ganz wenig drin. Also es gibt Wässer, meinetwegen in Deutschland oder auch in Österreich, die 1000, aber auch teilweise bis zu 2000 Milligramm haben. Also da sieht man einfach mal so Dimensionen, wo wir stehen. Und Lauretana ist eben ein Wasser in Europa, das eben ganz oben an der Spitze ist. Es ist halt unheimlich rein und wird halt ohne Druck abgefüllt. Aus unserer Sicht wirklich das für uns das beste Wasser, was es in Europa derzeit gibt, einfach von seiner Natürlichkeit her, aber auch natürlich vom Genuss her, weil man es so leicht trinken kann. Gerade Wässer, die sehr viele Mineralsalze halten, da hat man das Gefühl, das Wasser steht einem ganz schnell hier. Man kann also maximal ein Glas trinken und sofort merkt man, es geht nicht mehr. Und von Lauretana kann man locker seine 2-3 Liter am Tag trinken, ohne dass es irgendwie einem schwerfällt. Und Wasser hat ja in der Hauptsache eine Transportfunktion. Also Wasser ist kein Nährstoff- oder Mineralstofflieferant. Das sollen Gemüse und Obst machen. Die Mineralien, die wir so im Leitungswasser oder auch in anderen Mineralwässern finden, sind halt anorganisch. Das heißt, die kommen vom Gestein. Und damit tut sich der Körper ganz schwer, die zu verstoffwechseln. Also es wird nur ein gewisser Prozentsatz, 20-30%, da gehen so die Meinungen auseinander, überhaupt verstoffwechselt. Der Rest bleibt entweder als Ballast im Körper. Ich sage mal so ganz plump gesprochen, die klassische Arterienverkalkung kann zum Beispiel das als Ursache haben, wenn man sehr viel hartes Wasser trinkt. Und der andere wird einfach, die restlichen Mineralien werden wieder ausgeschieden. Und ein Wasser, das möglichst ungesättigt, unbelastet ist, kann natürlich wiederum die Mineralstoffe oder Nährstoffe vom Gemüse, vom Obst perfekt aufnehmen und zur Zelle transportieren, aber auch von der Zelle dann wirklich Schlackstoff wieder abtransportieren. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie ein Bus, der leer ist, kann viele Personen aufnehmen und auch viele Personen wieder raustransportieren. Ein Bus, der voll ist, dann bleiben noch Leute an der Bushaltestelle stehen, weil sie nicht mehr reinpassen. Also so ähnlich muss man sich ein ganz leichtes Wasser vorstellen, vielleicht zu einem sehr harten Wasser. Lauretania ist ja auch bekannt als das leichteste Wasser Europas. Ne? Das steht ja, glaube ich, auf der Flasche drauf. Oder? Genau. Also es gibt kein anderes Wasser, was weniger Mineralsalze hat. Und bevor ich, sage ich mal, so eine Umkehrosmoseanlage auch einen eigenen nennen durfte, habe ich mir auch mal aus dem Bioladen entweder das Plosewasser gekauft oder das Lauretana. Aber eigentlich meistens Lauretana, weil das wirklich vom Geschmack her, wenn man mal Umkehrosmosewasser getrunken hat, wir sprechen ja auch gleich noch über die Thematik, dann kommt das Umkehrosmosewasser eigentlich dem Lauretana am nächsten rein vom Geschmacklichen her, wenn man es trinkt. Hat natürlich immer damit zu tun, welche Anlage hat man, was benutzt man. Da kommen wir gleich drauf, wie das dann auch zu den P-Power Umkehrosmosern dann kam.
Grundsätzlich erstmal, Marie, wie bist du denn überhaupt zu der Thematik gekommen? Ich meine, ist ja schon ungewöhnlich, dass man jetzt hier sich den ganzen Tag mit Wasser beschäftigt, noch einen Vertrieb hat für ja, Wasser, was man auch im Bioladen kaufen kann, Laurentana, und auch noch Umkehr aus dem Bioladen vertreibt mit einem Vitalizer, mit einem Energetisierer dran. Wie hat dich das ganze Thema denn berührt? Wie kamst du da mit in Berührung? Also eigentlich ist es sehr... sehr simpel gesprochen, eigentlich bin ich durch die Liebe daran gekommen, weil mein Mann sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt hat, der eben auch vor 20 Jahren sowohl mit Laurentana, mit dem Import angefangen hat, aber auch die Pi-Technologie im Prinzip entdeckt bzw. Geschaffen hat. Und dadurch bin ich automatisch da so mit hineingerutscht und habe mich eigentlich so von seiner Faszination für Wasser anstecken lassen. Er hat eigentlich schon sehr früh einfach erkannt, diese Wichtigkeit von Wasser, vor allem einfach hochwertigem Wasser. Und dass eben auch Wasser immer mehr an Bedeutung gewinnt. Man sieht es auch jetzt, gerade im letzten Sommer, müssen wir nur an die Wasserknappheit denken. Aber wie schon in sehr, sehr vielen Ländern eben Brunnen nicht mehr für die Bevölkerung zur Verfügung stehen, sondern eben verkauft werden, kommerzialisiert werden, die Menschen eigentlich gar nicht mehr an Trinkwasser kommen. Und vor allem auch nicht mehr an gutes Trinkwasser. Und die Leitungswasserqualität nimmt leider auch immer mehr ab, aufgrund verschiedener Kontaminationen. Und mein Mann hat schon sehr früh einfach erkannt, dass das einfach immer prekärer wird, dieses Thema Wasser. Und genau, und dadurch bin ich einfach auch in dieses Business mit reingekommen und mich hat es dann halt auch wirklich sehr, sehr interessiert und ich finde es einfach wahnsinnig spannend, weil sie auch gerade so viel tut und das einfach auch ein unglaubliches Potenzial bietet. Und die Vision von meinem Mann, aber auch natürlich von mir, ist schon einfach dieses Menschen wirklich gutes Wasser zu liefern oder sehr gutes Wasser einfach zu liefern oder zur Verfügung zu stellen. Natürlich geht das nicht für alle, das ist leider utopisch, das wäre aber so ein kleiner Traum, aber es ist ja einfach ein Grundrecht für Menschen, hochwertiges Wasser zu haben, weil es einfach auch der Hauptbestandteil unseres Körpers ist. Und deswegen kann es ja nur eine hohe Wichtigkeit haben für unsere Gesundheit. Genau, das ist eigentlich so der Hintergrund. Und also die Firma gibt es jetzt seit 20 Jahren? Genau. 20 Jahren. Genau. Also sowohl Laurentana haben wir vor etwa 20 Jahren im deutschsprachigen Markt eingeführt. Da gab es noch nicht dieses Bewusstsein für leichtes Wasser. Da war man das noch gewohnt, gerade in Deutschland, so dieses ganz sprudelige Wasser zu trinken mit viel Mineralsalz. Geberstein. Ja, genau. Da musste man halt erst eigentlich so ein Bewusstsein schaffen für ein leichtes oder weiches Wasser. Jetzt ist aber da schon, hat sich sehr, sehr viel getan. Also es sind viele Menschen, die sich damit beschäftigen. Corona hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass Menschen sich mehr mit dem Thema Gesundheit, Ernährung auseinandersetzen. Also von daher hat sich da schon viel entwickelt. Und die Pi-Technologie war eigentlich so das zweite Standbein neben Laurentana, dass wir gesagt haben, wie können wir denn ein Wasser entwickeln, was von der Qualität ja im Prinzip so fast vergleichbar ist mit Laurentana, aber auf eine künstliche Weise. Eben wie unsere Pi-Power-Kompaktanlage, die eben in der Küche unter der Küchenspüle installiert wird und wir trotzdem ein Trinkwasser generieren, was ähnlich ist von der Qualität her wie im Laurentana. Und das war eigentlich immer so unser Anspruch. So Laurentana war unser Benchmark, da möchten wir gerne hinkommen und ich glaube, wir sind da schon sehr, sehr nahe dran. Du hast vorhin gesagt, dass es aus deiner Sicht wichtig ist, mineralarmes Wasser zu trinken. Da kann man ja vielleicht auch mal für die Zuschauer und Zuschauerinnen mit anfügen, schaut euch mal euren Wasserkocher zu Hause zum Beispiel an, wie verkalkt der teilweise auch ist. Oder die Waschmaschine, da möchte man ja eigentlich auch weiches Wasser nehmen, damit einfach die Waschmaschine auch länger hält. Und so ähnlich, weil du gesagt hast, im Körper reichert sich das dann halt auch an, so ähnlich kann man sich das dann vielleicht auch im Körper vorstellen. Und dann, wie gesagt, Arteriosklerose, was gerade angesprochen, kann vielleicht auch eine Ursache sein, warum man dann Probleme hat, wenn man sehr mineralhaltiges Wasser trinkt. Aber das ist ja natürlich nur ein Aspekt. Warum ist es denn wichtig, das Wasser noch zu reinigen oder zu filtern? Das Laurentana ist ja auch gefiltert worden durch verschiedene Gesteinsschichten, wo es durchfließt. Warum ist es denn unabhängig von dem Mineralienthema wichtig, das Wasser zu reinigen? Also grundsätzlich denke ich, jeder will sauberes, etwas Sauberes zu sich nehmen, egal ob es Essen ist oder ob es ein Getränk ist. So wie ich auch manchmal beim Fleisch, falls man Fleisch isst oder Gemüse, darauf achte, dass es nicht irgendwie kontaminiert ist durch Pestizide, Hormone, was auch immer, ist das natürlich auch beim Wasser ein großes Thema. Und
Leider haben wir nun mal schon viele Verunreinigungen im Wasser, sei es eben durch die sehr intensive Landwirtschaft, die bei uns betrieben wird, meinetwegen durch die Überdüngung. Sprich, wir haben doch in manchen Gebieten sehr viel Nitrat im Wasser. Ja. Wir arbeiten dort leider mit sehr viel Pestiziden. Dann natürlich die Medikamentenrückstände, die sich einfach auch dort wiederfinden. Also das sind alles, denke ich, Themen, die einfach da sind und die sich leider im Leitungswasser wiederfinden. Und diese Belastung auch der letzten Jahre, die kommen ja zum Teil erst jetzt so im Grundwasser an. Mhm. Also von daher ist da schon einfach eine große Problematik da und sicherlich in Ballungsgebieten wahrscheinlich noch extremer als vielleicht in ländlichen Gebieten, wobei in ländlichen Gebieten eben das Thema Landwirtschaft da ist. Wenn es nicht gerade eine Biolandwirtschaft ist, das ist natürlich nicht unheikel. Ja, und gibt es in Deutschland gibt es die deutsche Trinkwasserverordnung. Das ist eine Trinkwasserverordnung. Da werden 21 Stoffe getestet im Trinkwasser. Aber ich glaube, die Werte verändern sich auch jedes Jahr, die Grenzwerte. Gibt es sowas in Österreich auch? Weil Salzburg ist in Österreich, gibt es da auch eine österreichische Trinkwasserverordnung, dass man ist. Ich muss ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich schon. Wir sozusagen orientieren uns immer an der EU-Verordnung, die eigentlich ja eben für alle Länder gilt. Natürlich gibt es immer einen gewissen Interpretationsspielraum, wobei bei Werten dann letztendlich muss man sich an die Vorgaben halten. Aber natürlich, klar, das Trinkwasser ist sozusagen innerhalb dieser Werte, aber es ist halt zu diskutieren, ob die Höhe der Werte noch zuträglich ist für unsere Gesundheit. Und mir ist es immer noch lieber, auch wenn notfalls 50 Milligramm Nitrat drin sein dürfen, mir ist trotzdem ein Wasser lieber, wo 0 Milligramm oder vielleicht nur 3, 4 Milligramm drin sind. Insbesondere wenn es auch sehr kleine Kinder trinken oder überhaupt Kinder, die noch in Entwicklung sind, für die ist es natürlich dann automatisch proportional höher. Also von daher, und viele Grenzwerte oder viele Stoffe sind auch noch nicht aufgeführt. Ich weiß gar nicht, ob es 21 sind, ich glaube, es sind sogar deutlich mehr noch, die aufgeführt sind, aber trotzdem fehlen immer noch sehr viele, weil ja permanent manchmal, wie gesagt, neue Pestizide dazukommen oder neue Medikamente, Medikamente, die wiedergefunden werden. Und von da müsste eigentlich die Trinkwasserverordnung einfach aktualisiert werden, damit man da auf dem neuesten Stand ist, wie gesagt, so, okay. Darauf zieht auch die Frage hinaus, wenn es 21 Stoffe sind. Es sind natürlich mehr als 21 Stoffe im Wasser und das wird teilweise auch nicht getestet. Mhm. Und nochmal zu dem Mineral am Wasser darauf zurückzukommen, weil das ist mir gerade so bekommt, mal die Idee, weil du hast gedacht, Babys, wenn man in Drogerien zum Beispiel geht, da kriegt man ja auch mineralarmes Wasser zu trinken für die Kinder. Oder wenn man das Essen für die Kinder zubereitet. Daran sieht man ja, dass es ja anscheinend auch anderen Industriezweigen wichtig ist, mineralarmes Wasser anzubieten. Gerade für die kleinen Säuglinge, für die Neugeborenen. Also es scheint ja schon eine gewisse Wichtigkeit zu haben, das Thema mineralarmes Wasser. Wenn man vielleicht auch mal drüber nachdenkt, weil von den Mineralwasserherstellern wird ja oft immer beworben, dass es sehr gut ist, wenn sehr viele Mineralien im Wasser enthalten sind. Ja. Aber da könnt ihr euch ja selber einen Reim draus bilden und könnt ja selber eure Nachforschungen anstellen. Aber das sind halt unsere Erkenntnisse, deine und meine Erkenntnisse. Mhm. Und genau. Vielleicht auch noch zum Hintergrund der PEE-Technologie, die eben in Japan entwickelt worden ist von einem Professor Makino, dessen Ziel es eigentlich war, ein Wasser herzustellen, das unserem körpereigenen Zellwasser sehr nahe kommt. Weil er gesagt hat, je ähnlicher es unserem Zellwasser ist, desto leichter tut sich der Körper es aufzunehmen. Und das ist einfach ein ganz banales Beispiel. In unserem Körperwasser ist kein CO2 drin, das sprudelt ja nicht. Das heißt, wenn ich ein mit Kohlensäure versetztes Mineralwasser trinke, muss der Körper ja erstmal ziemlich viel Energie aufwenden, dieses CO2 irgendwie zu verarbeiten, abzubauen, damit er das Wasser verwenden kann. Und so ähnlich ist es auch mit den Mineralsalzen. Unser Körpereigenes ist ja nicht voll mit Mineralsalzen. Wir brauchen Mineralien, aber wie gesagt, die sollten aus einer anderen Quelle kommen. Und je unbelasteter ein Wasser ist, desto leichter tut sich der Körper. Das ist mal ein ganz guter Stichpunkt. Du hast gesagt, Kohlensäure, steckt das Wort sauer drin. Welchen pH-Wert hat denn das Pi-Power-Wasser oder auch das Lauterane-Wasser?
Die sind alle immer so im leicht sauren Bereich. Also bewegen sich irgendwo immer zwischen 6 und 7, einem Wert von 6 oder 7 und vom pH-Wert. Also das kommt auch immer sehr auf die Temperatur an. Ja. Es kommt eben auch, es gibt ja auch eine natürliche Kohlensäure, also ist noch eine Restkohlensäure drin, die man zwar nicht spürt oder schmeckt, aber die trotzdem noch drin ist. Also der pH-Wert, den zu messen, ist halt sehr, sehr schwierig. Wir lassen das immer nur im Labor machen, weil alles andere aus unserer Sicht nicht verwertbar ist. Und dieser leicht saure pH-Wert ist auch laut dem Physiker und Wasserforscher Vincent eigentlich ideal für den Körper, weil es eigentlich heißt, das ist ein sehr mineralsalzarmes Wasser. Das heißt, es kann gut entschlacken, es tut dem Körper gut. Und genau. Und das ist eben auch, und auch wenn es im leicht sauren Bereich ist, heißt es nicht, dass es automatisch einen Säureeffekt auf den Körper hat. Sondern es kann dem Körper helfen zu entschlacken und damit halt den Körper sozusagen zu entsäuern. Also wir bekommen sehr oft Fragen eben zum pH-Wert, auch zum Thema Basensäurehaushalt. Das ist ja ein sehr wichtiges Thema. Und da bringen wir auch sehr gerne mal das Beispiel zum Beispiel von der Zitrone, die einen extrem sauren pH-Wert natürlich hat, der liegt, glaube ich, bei 2 oder so, hat aber trotzdem einen basenbildenden Effekt und kann dazu den Körper dazu bringen, dass er Schlacken loslässt. Und in dem Moment brauche ich natürlich ein Wasser, was in der Lage ist, die Schlacken aufzunehmen und aus dem Körper zu transportieren. Ja. Wenn ich dann ein basisches Wasser nehme, was ganz viele Mineralsalze hat, das kann das nicht. Das heißt, der basenbildende Effekt ist damit überhaupt nicht gegeben. Ja. Und das ist, denke ich, auch noch einfach so wichtig für, ich glaube, für viele Verbraucher, so dieses Thema so ein bisschen zu verstehen. Aber ich würde mich nie jetzt darauf fokussieren zu sagen, ah, mein pH-Wert muss 6,6 sein oder 6,8 oder 6,2. Der kann schwanken, das ist ein natürlicher Wert. Für uns ist am wichtigsten, sowohl beim Pi-Wasser wie auch bei Lauretana, dass es einfach ganz wenige Mineralsalze hat, also einen geringen Festrückstand oder einen geringen TDS-Gehalt. Das ist sozusagen der Leitfähigkeit eines Wassers. Das ist vom Wert her sehr ähnlich, die sind sehr nah beieinander. Da kann man das eigentlich gut messen. Es gibt ja auch Hersteller, die propagieren ja ein basisches Wasser. Ja? Wo man teilweise, es gibt auch mit den Ionisatoren zum Beispiel, ne? Da kannst du dir auch 10 und 12 stellen. Meine Meinung ist dazu, dass ich das überhaupt nicht gut finde, das ganze Thema, weil die Magensäure ist ja auch sauer. Ja? Das ist ja auch nicht basisch oder so. Ne? Aber wir haben ja auch ein sauberes Milieu in unserem Körper, der Magen zum Beispiel. Und ich bin der Meinung, dass extrem basisches Wasser in Massen getrunken nicht gut sein kann, weil es letztendlich auch die Magensäure als Beispiel schlecht. Also ich bin eigentlich auch mehr ein Fan von leicht saurem Wasser. Und wie du eben schon gesagt hast, wenn man Basen benötigt, dann lieber im Zusammenhang mit Obst, mit Gemüse. Das ist einfach alles ein Komplex, den man dann zu sich nimmt, wo auch alles enthalten ist. Wie ist da deine Meinung zu der Thematik? Gerade mit diesem basischen Wasser, was ja auch so trendy-mäßig jetzt momentan ist. Ja. Also wir sehen es auch sehr kritisch, eben gerade diese Ionisatoren oder Aktivwasser oder Kangenwasser, wie es genannt wird. Da wird dann erstens mit Strom das Wasser bearbeitet. Sozusagen die Mineralsalze werden in positive und negative Ionen sozusagen aufgespalten. Ein Teil wird abgeführt. Ich weiß immer nicht, warum der eine Teil dann gut ist und der andere schlecht ist. Das habe ich nicht ganz verstanden. Und dadurch kann man es aber auch regulieren. Bloß ist es erstens ein letztendlich elektrisch verseuchtes Wasser. Die Wasserstruktur ist weiterhin schlecht, weil ja die Struktur nicht behandelt worden ist. Die Verunreinigungen sind weiterhin da. Also das Pestizid ist sicherlich damit nicht rausgeholt worden, weil die ja nicht unterscheiden können zwischen gut und schlecht. Und es ist wahrscheinlich immer noch ein relativ hartes Wasser sein. Also wir würden es auf keinen Fall empfehlen. Und was du schon gesagt hast mit der Magensäure. Die Magensäure hat ja einen Sinn, damit sie das Essen zerspalten kann, verdauen kann. Und wenn ich das jedes Mal aufweiche, das kann auf Dauer nicht vorteilhaft sein. Ja. Und die Transportfunktion des Wassers wird damit eben auch automatisch eingeschränkt. Und das ist nun mal aus unserer Sicht die Hauptfunktion. Okay, dann wollen wir mal zum eigentlichen Thema jetzt kommen, mit dem du dich auch täglich beschäftigst, Umkehrosmose. Wer es vielleicht von den Zuschauern noch nicht kennt, Umkehrosmose, vielleicht kannst du es kurz beschreiben. Ja. Umkehrosmose, wir kennen ja alle das osmotische Prinzip, wo man vom Ort der hohen zum Ort der niedrigen Konzentration zwischen einer Membran
im Austausch stattfindet, bis auf beiden Seiten gleich das Gefälle vorhanden ist. Wie ist das jetzt bei der Umkehr aus dem Rosenladen? Vielleicht kannst du mal für die Leute, die jetzt ganz neu dabei sind, die noch nie was davon gehört haben, dieses Prinzip kurz beschreiben. Umkehr wird ja das osmotische Prinzip umgekehrt. Genau, also vielleicht darf ich noch kurz ausholen. Also für uns, unsere Technologie besteht ja im Prinzip einmal aus dem Bereich Umkehrosmose und einem sogenannten Pi-Cell-Vitalizer. Genau, also Umkehrosmose ist eigentlich ein Gerät zur sehr, sehr starken Reinigung von Wasser, in dem Fall meistens Leitungswasser. Bei uns sieht die Umkehrosmose so aus, dass wir einen Vorfilter haben, der einfach so grobe Verunreinigungen schon mal rausholt. Aber eben auch Verunreinigungen wie Chlor über einen Carbonfilter, weil natürlich das ein Gas ist, was schwer sonst rausgefiltert werden kann. Und das Kernstück eigentlich der Umkehrosmose sind die Membrane. Und die Membrane bestehen wirklich aus so Art Häuten mit ganz, ganz feinen Poren. Und diese Poren lassen nur das Wassermolekül durch. Das Wassermolekül ist im Prinzip das kleinste Molekül, das existiert. Also von da heißt das eigentlich, dass sozusagen durch den Druck, mit dem man das Wasser durch diese Membrane durchpresst, eigentlich nur noch das gereinigte Wasser durch kann. Alle anderen Stoffe, die sich im Wasser befinden, werden an der Membran abgewiesen und werden dann in das Leitung oder in den Abfluss sozusagen rausgespült. Und, wie ist da das Verhältnis? Also bei unserer Umkehrosmose haben wir etwa so ein Verhältnis von 50-50, was eigentlich recht hoch ist. Wir arbeiten mit einem relativ starken Anpressdruck von 9 Bar, damit wir wirklich eine sehr, sehr gute Leistung haben. Genau, und wir haben einen Filterwert von 99%. Das kommt immer ein bisschen natürlich auch aufs Leitungswasser drauf an. Deswegen kann man auch nie sagen, das Ergebnis ist immer so oder immer so, weil das Leitungswasser in München sieht anders aus als das in Köln oder in Bonn oder in New York, sag ich jetzt mal. Das ist eigentlich das grobe Prinzip von der Umkehrosmose. Man leitet Leitungswasser rein, bekommt ein Reinwasser heraus und ein Abwasser heraus. Genau. Gut, jetzt gibt es ja verschiedene Umkehrosmoseanlagen. Es gibt ja sehr preiswerte. Wir kommen noch zum energetischen Teil der ganzen Geschichte, aber erstmal, um das auch für den Zuschauer und die Zuschauerin zu verstehen, damit sie verstehen, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, es gibt sehr günstige Angebote. Man kriegt teilweise schon auch für die Aquaristik, gibt es ja schon Geräte für 150 Euro, für 200 Euro und so weiter. Aber ihr habt ja da schon einen anderen Qualitätsstandard, auch für die ganzen Stoffe, die verarbeitet werden, für die Membranen, für den Filter. Vielleicht kannst du da mal den Unterschied benennen. Unabhängig jetzt erstmal von dem Vitalizer, was unterscheidet denn jetzt die reine Umkehrosmoseanlage? Weil das gibt es ja bei euch auch. Man könnte ja rein theoretisch auch das ohne Vitalizer kaufen, aber es wird natürlich angeraten, das Wasser auch wieder zu restrukturieren. Darüber sprechen wir gleich noch. Vielleicht kannst du da mal die Unterschiede herausarbeiten, damit wir da auch mal vielleicht die begreifen, warum das vielleicht eure Materialien besonders günstig und auch gut sind. Ja. Also wir haben schon verschiedene, zum Beispiel Membrane getestet, also über die Jahre, verschiedene Hersteller, zum Teil aus China, zum Teil aus Italien. Wir verwenden jetzt nur noch seit einigen Jahren Membrane von dem Hersteller Applied aus den USA, das aus unserer Sicht einfach die beste Qualität bietet über einen langen Zeitraum. Wir haben halt gesehen, dass viele Membrane sehr schnell die Poren entweder sehr schnell verstopfen oder die Porengröße sich vergrößert. Sprich, es werden wieder auch Fremdstoffe durchgelassen. Also habe ich dann ein verzerrtes Filterergebnis. Das heißt, vielleicht die ersten paar Monate funktioniert die Filterung noch gut bei anderen Herstellern. Dann aber verschlechtert es sich rapide. Und uns war es halt natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir ein dauerhaft gutes Ergebnis haben. Im normalen Fall sagen wir immer, Membrane halten 3 bis 4 Jahre, aber natürlich, das hängt immer wieder vom jeweiligen Leitungswasser ab. Also die Membrane sind für uns ein ganz wichtiges Detail. Da gibt es eben extrem große Unterschiede, aber auch unterschiedliche Typen an Membranen. Wir arbeiten mit einer wassergekühlten Pumpe, also die Pumpe, die sozusagen den Druck auf die Membran ausübt. Das heißt, unsere Pumpe kann relativ lange ausdauernd arbeiten, ohne dass sie sich heiß läuft. Also das Problem ist eigentlich fast nie gegeben. Und sie kann eben auch einen sehr großen Druck ausüben. Dann haben wir noch so einen Mechanismus eingefügt, dass die Membrane alle 6 Stunden gespült werden. Automatisch, ob der Verbraucher nun die Anlage, also Wasser zapft oder nicht.
Das spielt keine Rolle. Es wird immer regelmäßig gespült, damit die Membranen nicht austrocknen und immer frisch gehalten werden und sich eben auch keine Stoffe dort irgendwie Schwammstoffe festsetzen. Das ist ganz spannend sozusagen, ne? Wenn man der Schwamm, wenn man den jetzt nicht auspressen würde, wäre der irgendwann voll. Und dadurch, dass die Membran wieder gespült wird, werden die ganzen Stoffe auch raustransportiert aus der Membran. Wenn man diese Spülung nicht hätte, würde die Membran irgendwann schneller sich zusetzen und natürlich auch die Haltbarkeit der Membran würde sich dadurch natürlich verringern. Ja, genau. Und eben die Trockenheit sozusagen könnte dazu führen, dass sie einfach dann nicht mehr funktioniert als Membran, okay, und die Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist. Und das ist halt bei uns einfach automatisch drin, dass immer diese Spülung erfolgt. Davon abgesehen, nach vor und nach dem Zapfvorgang werden die Membrane auch gespült. Das heißt, wenn man den Hebel bei uns aufdreht von der Anlage, dann dauert es immer ein paar Sekunden, bis das Wasser überhaupt anfängt zu laufen. Und in der Zeit werden halt die Membrane gespült, damit wirklich immer so das perfekt saubere Wasser kommt. Und danach wird, wenn man aufgehört hat, Wasser zu zapfen, werden halt auch die Membrane nochmal gespült, damit auch wir dort sicher sind, dass dort keine schlechten Stoffe verbleiben. Und ich denke mal, das ist halt auch so eine Sicherheit, auch dadurch, dass ja auch jetzt viel das Thema so Verkeimung etc. in aller Munde ist. Also zumindest eine große Angst da ist, dass man sich Keime einhandelt. Also wir überprüfen das immer regelmäßig, ob bei uns eine Verkeimung vielleicht mal passiert. Und bisher hatten wir da immer absolut null Verkeimung. Wir haben aber eben auch eine Sicherheit eingebaut beim Abfluss oder bei dem Rohr, das sozusagen in den Abfluss geht, dass da auch nochmal ein Rückschlagventil eingebaut ist, damit auf keinen Fall eine Rückverkeimung vom Abfluss, vom Siphon her passieren kann. Das denke ich ist auch ganz, ganz wichtig. Genau. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Eckdaten eigentlich für die Umkehrosmose. Da sind mir gerade noch zwei Sachen eingefallen, weil du hast von Verkeimung gesprochen. Es gibt ja auch einen UV-Filter bei euch, den man einbauen lassen kann, diesen UV-Filter. Man kann aber auch die anderen ohne UV-Filter benutzen. Vielleicht ist das ja auch nochmal ein Thema zur Verkeimung sicherlich, damit sich keine Keime unnötig bilden können. Wo genau ist denn dieser UV-Filter? Wo ist der vor und nach vorgeschaltet? Wie genau funktioniert das? Kannst du vielleicht mal erklären? Genau, der ist im Prinzip nachgeschaltet, also wirklich am Ausgang der Umkehrosmose. Also wo das Wasser schon gereinigt ist, durchläuft es nochmal eine UV-LED-Lampe und dadurch kann man absolut sicher sein, dass wirklich jede Verkeimung ausgeschlossen wird. Sind wir so, das ist jetzt so in den deutschsprachigen Ländern weniger ein also es ist zumindest kein großes Thema, weil eigentlich man die Verkeimung sehr schnell in den Griff bekommen kann. Wir haben halt noch ein kleines Vertriebsbüro in Italien und da aufgrund anderer Temperaturen haben wir dann natürlich schon nochmal eher dieses Thema, dass ein Wasser stärker verkeimt sein kann. Also da verkaufen wir fast ausschließlich nur Anlagen mit UV-Lampe. Aber jetzt natürlich für den deutschsprachigen Raum, klar, kommt es drauf an, jetzt es kommt immer mal wieder vor, dass in Gemeinden doch ein Keimproblem auftritt. Oder wenn man sehr weit außerhalb wohnt, also ich sage mal so ein bisschen weit ab und abseits und sehr lange Wasserwege hat und das Wasser auch mal steht in Leitung, dann kann auch ein Keimproblem entstehen. Muss nicht sein, es kann nur sein. Mhm. Und um auf Nummer sicher zu gehen, kann man sich zum Beispiel in so eine Anlage mit UV-Lampe. Ja, also nochmal, wir haben gerade über das UV-Licht gesprochen zur Entkeimung des Wassers, was nachgeschaltet ist. Es gibt ja auch Gaststätten zum Beispiel oder ja auch andere Unternehmen, die verpflichtet sind, laut EU-Norm das Wasser mit UV zum Beispiel zu bestrahlen wegen der Entkeimung. Wäre es vielleicht für diese Unternehmen auch interessant, die P-Power zu nutzen? Weil dann hätte man ja gleich beides in einem, das UV und natürlich auch das Wasser, was dann 100% gereinigt ist. Mhm. Zu 99% gereinigt ist. Also sicherlich auf jeden Fall interessant, gerade für die Bereiche. Theoretisch kann man es auch andenken für Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten. Ja. Wir haben auch etwas größere Anlagen, sogenannte Dispenser, die dafür auch angedacht sind. Wobei man statt einer UV-Lampe theoretisch auch einen UF-Filter noch nachschalten kann, der eben auch sozusagen jede Keimbildung, sozusagen das Risiko einfach komplett auf Null fährt. Also, aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall auch ein Bereich, wo das sicherlich interessant sein kann, dass man dort eine PPV-Kompaktanlage einbaut. Okay, gut. Und jetzt haben wir so das Thema Wasserreinigung erstmal soweit besprochen, wie das funktioniert. Aber es reicht ja nicht aus, das Wasser nur zu reinigen, sondern das Wasser hat ja eigentlich eine hexagonale Struktur. Aber wenn es in der Leitung steht,
hat es halt diese Struktur nicht mehr. Diese kristalline Struktur gibt es ja auch, für wen das interessant ist. Die Botschaft des Wassers zum Beispiel hatte sich ja auch mal dieser japanische Professor mit beschäftigt, hat ein Buch darüber geschrieben, wo man halt dieses, das Wasser halt auch gespielt hat mit Musik oder verschiedenen Einflüssen ausgesetzt hat, dann hat man halt die Kristalle fotografiert. Das Wichtigste eigentlich bei euch ist eigentlich auch dieser Vitalizer, das heißt ein Energetisierer. Vielleicht können wir darüber nochmal reden, weil du hast ja schon gesagt, Japan, die Zusammenhänge, wie kommt das zustande, wie Japan und Pi-Power, warum jetzt Pi als Beispiel und die ganzen Hintergründe mal den Zuschauern und Zuschauern mal etwas intensiver erklären. Ja. Pi-Power. Also mein Mann hatte damals die Firma über einen Wasserkongress kennengelernt. Und das ist halt die Firma IBE in Japan, die sich sehr intensiv seit 50, 60 Jahren mit Wasserforschung beschäftigt und da auch sehr erfolgreich ist. Und wie gesagt, der Mitbegründer, Professor Makino, hatte eben so diesen Ansatz, ich muss ein Wasser kreieren, was unserem Körper Wasser sehr nahe kommt. Pi haben die Japaner gewählt, weil es, das hat zwar vom Symbol her aus wie das mathematische Pi, hat damit aber gar nichts zu tun, sondern es steht für Lebensenergie. Das ist ein ganz altes Symbol. Der also Zoomer. Wie Ki sozusagen, die Energie. Es gibt ja auch das Ki oder das Prana oder sowas. Ki ist ja auch dieses chinesische Wort für Energie. Ki. Das kann schon sein, dass das eigentlich sehr identisch ist. Also das Pi hier kommt von den Sumerern, aber wahrscheinlich ist es vom Symbol her sehr vergleichbar damit. Das glaube ich auch. Also Energie soll das symbolisieren. Im Prinzip Energie, genau. Und dadurch haben die das halt Pi-Energie oder Pi-Technologie genannt. Dann haben wir diesen sogenannten Pi-Cell-Vitalizer, Pi-Cell-Vitalizer entwickelt. Und für uns ist es eben auch absolut wichtig, dass wir zwar einerseits eine sehr gute Reinigung haben des Wassers, also das ist sozusagen die Basis, aber es ist auch ganz wichtig, ist eben danach diese Aufbereitung des Wassers wieder vorzunehmen. Denn das Leitungswasser ist natürlich, wie du schon gesagt hast, hat nicht mehr diese natürliche hexagonale Struktur. Im Leitungswasser wird halt mit sehr viel Druck gearbeitet. Der Druck zerstört die Struktur, aber natürlich auch die ganzen negativen Stoffe, die im Wasser enthalten sind, tun dem Wasser natürlich auch nicht gut. Also für uns ist einfach Leitungswasser eben totes Wasser, es ist kein lebendiges Wasser. Und uns geht es halt darum, dass wir halt wieder dieses Wasser zu einem natürlichen Leben, sag ich jetzt mal, erwecken. Und eben unsere vier Phasen, von denen wir immer sprechen, unsere Technologie, die erste Phase ist halt die Reinigung, das ist mit der Umkehrosmose abgeschlossen. Und die anderen drei Phasen finden dann in diesem Vitalizer statt. Die erste Phase ist die Verwirbelung. Da geht es darum, dass in unserem Vitalizer, also ich kann das hier sonst nochmal auf die Kamera halten, also im Vitalizer ist eine Kartusche drin, die hat verschiedene Keramiken, Mineralien, die hat Silizium enthalten, die hat Bergkristall enthalten, Zeolite. Und am Anfang sozusagen strömt das gereinigte Wasser hier rein und wird sozusagen um die Kartusche herum verwirbelt. Mit Hilfe von diesen großen, dicken Keramiken. Dadurch wird einmal die alte Struktur wiederhergestellt. Und es wird natürlich sozusagen auch wieder lebendiger. Also es ähnelt dann immer mehr einem natürlichen Quellwasser, was ja auch permanent verwirbelt wird eigentlich in der Natur. Und durch die Verwirbelung werden im Prinzip die Schadstoffinformationen, die noch im Wasser sind. Also wir haben zwar eine chemische Reinigung durch die Umkehrosmose vorgenommen, haben meinetwegen jetzt Arsen rausgeholt, aber die Information, die Schwingung vom Arsen ist immer noch im Wasser enthalten. Und durch die Verwirbelung machen wir so eine Art Reset, dass eigentlich diese Information neutralisiert wird. Ist ja auch bekannt, Viktor Schauberger zum Beispiel, ist ja auch ein österreichischer Förster, der ja auch einige Bücher über das Thema Energetisierung von Wasser geschrieben hat. Und wem das interessiert, schaut mal nach Schauberger. Genau, auf dessen sozusagen Studien berufen wir uns auch oder beziehungsweise aus dem Grund machen wir es auch, weil er das ja auch belegt hat. Und ich denke gerade so in diesem ganzen Bereich Quantenphysik ist das ja immer mehr besser nachvollziehbar. Und gerade wer auch an die Hydropathie glaubt oder damit arbeitet, da geht es ja auch viel mehr um die Information als um die tatsächlich um das chemische Medikament. Und das ist eigentlich so ein bisschen das gleiche Prinzip.
Genau, und wenn es sozusagen das Wasser um die Kartusche herum verwirbelt wurde, durchläuft es die Kartusche und dort wird das Wasser nochmal ganz, ganz leicht remineralisiert. Wir sprechen da aber immer nur von ein paar Milligramm. Also es geht nur darum, dass das Wasser etwas abgerundeter wird, der pH-Wert steigt dadurch leicht an, aber einfach, dass es so vom Geschmack her angenehmer ist, aber einfach auch, ja, ich glaube, der Begriff es rund machen sagt es ganz gut. Mhm. Und es wird vor allen Dingen energetisiert, das Wasser, also wirklich nochmal belebt. Das ist dann sozusagen eigentlich die vierte Phase, in dem es eben zum Beispiel mit Bergkristallen in Kontakt kommt, mit der Kieselerde aus dem Silizium, mit den Zeoliten. Hinzu kommt, dass diese Keramiken sind alle mit der sogenannten Pi-Ur-Tinktur behandelt. Und das ist eben das Besondere auch an diesem Vitalizer, dass es sich um wirklich ein patentiertes Produkt letztendlich handelt, oder diese Tinktur ist patentiert. Das ist eine Tinktur, die eben dieser Professor Marchino entwickelt hat, die eine Art ordnende Wirkung hat auf das Wasser. Also sprich auch in unserem Körper, das ist anscheinend, als würde es aufräumen im Körper. Mhm. Und in Japan wird auch diese Tinktur pur sozusagen verwendet oder als Tropfen, als eine Art Nahrungsergänzungsmittel, wird auch viel in der Krebstherapie dort verwendet. Und wir verwenden es natürlich mit einem Bruchteil dessen, weil eben nur die Keramiken damit behandelt sind, aber es hat dann dementsprechend auch diese ordnende Wirkung aus Pi-Wasser und dementsprechend energetisch eine unheimlich tolle Wirkung. Wird halt vom Körper sehr gut aufgenommen und tut dem Körper gut. Also was wir auch jetzt an Feedback von unseren Verbrauchern bisher gehört haben. Mhm. Ach genau, der letzte Punkt ist, jetzt habe ich schon was vergessen, in der Mitte der Kartusche ist noch ein Startmagnet aufgehängt und das Wasser, bevor es austritt, läuft an diesem Startmagneten entlang. Und dadurch wird nochmal das Energieniveau reguliert, dass es auch nicht überenergetisiert wird. Es wird sozusagen auf den natürlichen Erdmagnetismus, der in uns allen drin ist, einfach angepasst. Das kann man auch im Tesla durchaus sozusagen messen. Also von daher, das ist sozusagen noch der allerletzte Schritt im Rahmen dieser Energetisierung. Also kann man schon sagen, dass es einzigartig ist, weil ich kenne ja auch andere Umkehrungsanlagen, die auch etwas hochwertiger sind. Weil diese Technologie ist ja einzigartig. Ne? Da gibt es jetzt auch keinen Nachbau oder und es ist wirklich ein patentiertes System, wo ihr das Recht habt, es auch, sag ich mal, europaweit zu vertreiben. Das ist eine einzigartige Technologie, die gibt es sonst nirgendwo. Die gibt es in dem Sinne nirgendwo. Und wir haben halt sozusagen die Lizenzrechte für diesen Vitalizer hier in Europa. Und deswegen ist es auch immer so wichtig, von einer eigentlich ganzheitlichen Wasseraufbereitung zu sprechen. Deswegen natürlich ist Teil des Ganzen die Umkehrosmose, aber deswegen versuchen wir immer nur von Wasseraufbereitung zu sprechen, damit halt die Leute denken, es geht nur um die Umkehrosmose, sondern für uns ist es wirklich das komplette Paket, dass alle Aspekte zum Tragen kommen, weil das aus unserer Sicht ganz wichtig ist. Also nur den Vitalizer würden wir auch nicht empfehlen, auch wenn er toll ist, nur die Umkehrosmose würden wir auch nicht empfehlen. Also es ist wirklich die Kombination und ich denke mal, das ist so die Leistung von uns oder insbesondere von meinem Mann, der das zusammen eigentlich entwickelt hat oder zusammengepackt hat und dadurch diese Vier-Phasen-Technologie entwickelt hat. Mhm. Genau, also aus unserer Sicht in der Komplexität wüsste ich jetzt kein anderes Produkt, das das schafft. Also schon, die einen haben eben auch die Reinigung, die anderen haben vielleicht auch die Verwirbelung, die anderen haben die Remineralisierung. Also es gibt immer viele, die verschiedene Aspekte haben, aber nie die alles in einem Gerät sozusagen vereinen oder in einer Einheit vereinen. Wo wird denn die Umkehrosmoseanlage hergestellt? Die wird in der Nähe von Mailand produziert. Okay. Genau. Und der Vitalizer eben in Japan. Okay. Mhm. Und hier in Salzburg wird das alles zusammengeführt und hier findet dann der Vertrieb für die P-Power-Technologie statt. Ja? Genau. Mhm. Gut, und vielleicht noch interessant auch für euch. Kosten ist ja mal die Frage auch, der Kostenpunkt. Natürlich sind die Anlagen jetzt nicht unbedingt preiswert, sage ich mal. Man kann nicht erwarten, dass man jetzt 300 oder 500 Euro dafür bezahlt. Das ist schon ein bisschen eine größere Investition. Aber wir haben euch jetzt auch hoffentlich genügend Informationen geliefert, dass ihr auch versteht, warum die Anlagen halt etwas preisintensiver sind. Es hat auch sehr viel Entwicklung drin, sehr viel auch Technik mit drin. Es wurde sich also wirklich da intensiv, hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie man das beste Wasser, was dem Lauretaner, also ursprünglichem Wasser, sehr nahe kommt, auch herstellen kann. Was kommen denn nach den Folgekosten auf mich drauf zu? Was muss ich rechnen? Oder vielleicht kann man das mal ins Verhältnis setzen,
wenn ich jetzt Wasser kaufen würde, Flaschenwasser kaufen würde, dass man mal ungefähr auch sozusagen einen langfristigen Wert hat, mit dem man auch ungefähr ein bisschen vergleichen kann. Ja, also grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, klar, die Anlagen kosten jetzt nicht nur 300 Euro, aber ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Autokauf. Wenn man ein wirklich schnelles Auto haben will, das bekommt man auch nicht für 7.000 Euro, ja, sondern eher für 70.000 Euro. Man muss halt schauen, wie wichtig ist eigentlich die Qualität. Und eine Flasche, nehmen wir jetzt mal Lauretana, kostet halt auch im Schnitt um die 1,29 Euro. Das ist halt einfach ein sehr hochqualitatives Wasser, das ich aber eben kaufen muss. Das muss ich nach Hause schleppen. Und dadurch, dass es so teuer ist, glaube ich, verwenden das viele Leute eben nicht zum Kochen, sondern wirklich nur zum Trinken. Der Vorteil eben ist bei unserem sogenannten Pi-Wasser, das habe ich zu Hause. Das heißt, das kann ich nicht nur zum Trinken, oder die meisten benutzen es nicht nur zum Trinken, sondern das nehme ich auch zum Tee und Kaffee kochen, fürs Nudelwasser, fürs Kartoffelwasser. Das gebe ich meinem Hund und meiner Katze. Und dadurch ist halt die Nutzung natürlich viel, viel intensiver. Und ich habe gleichzeitig trotzdem ein sehr, sehr hohes Niveau, eine sehr, sehr hohe Qualität. Ich persönlich trinke automatisch mehr, wenn ich weiß, ich muss das Wasser nicht hochschleppen. Ja. Also ich limitiere mich viel weniger im Wasser trinken. Und aus meiner Sicht natürlich ist die Anfangsinvestition hoch, gar keine Frage. Auf der anderen Seite denke ich immer, manche Leute geben für ein Handy 1.500 Euro aus. Das steht da für mich eben kein Verhältnis, weil ich hier etwas Langfristiges investiere. Eine Anlage hält 8, 10 Jahre, auch länger. Also wir haben auch Anlagen, die locker 15 Jahre noch sehr, sehr gut laufen. Ich habe sozusagen auf den Liter runtergerechnet über die Jahre natürlich immer geringere Kosten. Was wäre das ungefähr? Was kostet ungefähr ein Liter? Das ist schwer zu sagen, weil je nachdem, mit wie vielen Personen bin ich im Haushalt, für wie viele benutze ich es. Also über 8 Jahre manchmal gerechnet, komme ich sicherlich vielleicht auf 20 Cent. Aber das natürlich ist ein Unterschied, ob ich nur 2 Liter am Tag zapfe oder 20 Liter. Nur so allgemein, dass man sich mal was darunter vorstellen kann. Also man ist auf jeden Fall günstiger, wenn man jetzt auch das Lauretana Wasser kaufen würde. Oder natürlich auch anderes herkömmliches Wasser. Genau. Natürlich gut, wenn ihr jetzt vielleicht unseren Aldi-Wasser kauft, klar, dann ist es vielleicht im Endeffekt günstiger. Aber darüber haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen. Das fällt mir jetzt nämlich gerade langsam ein, wo ich Aldi-Wasser erwähne. Das Lauretana kommt ja auch in Glasflaschen als Beispiel. Ne? Warum jetzt Glasflasche? Warum jetzt keine Plastikflasche als Beispiel? Also, wir verkaufen auch Plastikflaschen. Wir verwenden ein sehr hochwertiges PET, also ist auch vom Fraunhofer-Institut beglaubigt. Sagen wir so, die meisten fühlen sich halt wohler mit Glas. Für viele ist das halt einfach angenehmer und es ist halt einfach das Thema Mehrweg, kein Plastik natürlich in vieler Munde. Deswegen haben wir halt Mehrweg, aber natürlich haben wir auch immer den Hin- und Her-Transport, das darf man auch nicht vergessen. Also das, der Großteil an Lauretana wird in Mehrwegglas. Genau, und dann auch die Weichmachergeschichte, die kommt ja da unten dazu. Wenn es im Sommer warm ist, dann scheint auch das Plastik. Ja, wobei das ist viel auch, also aus unserer Sicht, das viele Ammenmärchen, weil die Plastikflaschen normalerweise eigentlich keine Weichmacher halten, weil die Plastikflaschen sonst einfach in sich zusammenbrechen würden. Insbesondere im Transport, wenn ich eine Palette habe mit, ich weiß nicht, 80 Sixpacks, da bricht mir die Palette zusammen, wenn ich da Weichmacher in Plastik habe. Also es ist eigentlich eher absolut kontraproduktiv. Und das, da gibt es viele Geschichten drüber, die aus meiner Sicht aber, glaube ich, nicht zutreffen. Ich kann jetzt nur für unser PET sprechen, was definitiv keine Weichmacher enthält. Also da können wir auch die Analyse zukommen lassen, wenn jemand Interesse hat. Also von daher ist es da nicht der Fall. Unsere Glasflaschen werden auch zum Beispiel bei Lauretana nur mit Soda gereinigt und dann mit Lauretana-Wasser tatsächlich ausgewaschen. Wir verwenden keine scharfen Spülmittel, Ätzmittel, was auch immer. Also von daher ist das auch eine sehr sanfte Reinigung, aber trotzdem eine sehr effektive Reinigung. Genau. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz zu deiner ersten Frage eigentlich zurückkommen, die habe ich gar nicht beantwortet, zu den Folgekosten. 20 Cent hatten wir jetzt generell so allgemein, mal so Durchschnitt. Das ist jetzt beim einen kann es mehr sein, wenn er halt einfach mehr Wasser verbraucht. Dadurch hat er auch mehr Kosten für die Membran, weil die schon dazu sind und die Filter und so weiter. Aber so ungefähr, dass man sich daran richten kann.
Was habe ich denn noch für weitere Kosten, mit denen ich rechnen muss im Laufe der Jahre, wenn ich mir die Anlage halt zulege für zu Hause? Genau, also eine Anlage enthält immer Vorfilter und die müssen laut Gesetz alle 6 Monate gewechselt werden. Das ist bei der kleinen Anlage eben ein Sediment- und Carbonfilter, bei der größeren Anlage eben ein Carbon-Block-Filter. Da kommen so um die 30, zwischen 27 und 40 Euro pro 6 Monate auf mich zu, je nach Anlage. Die Membranen müssen im Normalfall alle 3 bis 4 Jahre gewechselt werden. Da liegen wir auch so bei gut 200 Euro bei der kleineren Anlage, bei der größeren liegen wir da so bei 350 Euro. Genau. Und die Kartusche vom Vitalizer, die ist etwas teurer, die wird aber nur alle 6, 7, 8 Jahre gewechselt. Dadurch, dass dort ja nur das gereinigte Wasser reinläuft und die, gerade das Thema Energetisierung, da findet ja keine Abnutzung statt. Also der Kristall nimmt ja an sich nicht ab. Es findet bloß irgendwann eher eine Materialabnutzung statt. Und dadurch empfehlen wir so nach 7, 8 Jahren die Kartusche zu wechseln. Woran sehe ich das, dass ich die Kartusche wechseln muss oder den Filter wechseln muss oder die Membran wechseln muss? Man kann es manchmal daran sehen, dass auch die Mineralisierung kaum noch stattfindet, also es einfach gar kein Zuwachs mehr ist an Milligramm in diesem geringen Ausmaß. Wir würden ansonsten einfach empfehlen, dass man sagt, so spätestens nach 8 Jahren ändere ich es wirklich. Genau. Aber grundsätzlich sind die eigentlich das Energetische ist sozusagen, wenn man so will, eigentlich bis zu einem gewissen Grad unbegrenzt. Aber natürlich durch den permanenten Wasserverlauf nutzen sich irgendwann auch die Keramiken ab. Das ist einfach sozusagen normal. Und dann würden wir einfach sagen, man kann sich wirklich so sehr messen. Das ist sehr schwierig und sehr aufwendig zu messen. Das ist einfach so das, was wir aus der Erfahrung so mitgenommen haben. Und wenn man jetzt anzeigt, Bed, TDS oder Filter Life Low, das hat man ja auf der, hat man ein Display, das haben wir noch nicht erwähnt, man hat ein Display, wo man auch ablesen kann, wie viel Wasser man verbraucht und täglich den Wasserverbrauch und sowas alles. Genau. Dann kann man das aber auch ablesen, weil man es wechseln muss. Ne? Was bedeutet das Bed, TDS oder Filter Life Low? Also Filter Life Low bezieht sich auf die Vorfilter, dass die sozusagen jetzt ihre bald ihre 6 Monate erreicht haben. Beziehungsweise oder 9000 Liter. Entweder meistens erreicht man schneller die 6 Monate als die 9000 Liter. Und dann hat man nach diesem Alarm noch 2 Wochen Zeit, um die Vorfilter zu wechseln. Und Bad TDS ist immer so ein Hinweis, dass gerade die Filterqualität abgenommen hat. Das kann aber auch mal sein, dass das so mal auftaucht, weil vielleicht gerade sehr viel Schmutz im Leitungswasser ist, die Membrane etwas stärker verblocken, sich dann aber wieder reinwaschen. Wenn Bad TDS nach ein paar Mal Lauf wieder verschwindet, dann heißt das nichts, aber wenn das über, ich sage mal, 1, 2 Wochen bestehen bleibt, dann ist das schon so ein Hinweis darauf, dass einfach dass die Membrane anscheinend schon zu sind oder einfach nicht mehr so arbeiten, wie sie sollten, und dann sollte man die Membrane tauschen. Das kann manchmal auch passieren, wenn man zum Beispiel Hochwasser hat, also sehr schwere Unwetter hat und sehr viel Schmutz einfach im Leitungswasser drin ist und dass da einfach so ein Schwall reinkommt, der von den Vorfiltern nicht komplett abgefangen werden kann und damit halt auch die Membranen sozusagen zusetzt. Mhm. Das kann passieren, da ist man halt dem einfach ausgeliefert und wenn man gerade neue Membrane hat, ist es natürlich unglücklich, aber ist einfach so. Okay. Hast du noch was zu ergänzen jetzt zur Thematik, dass wir auch was jetzt noch nicht besprochen haben? Ich glaube, wir haben eigentlich ganz gut alles besprochen zur Thematik, Wasser, Pipower. Gibt es noch was, was du gerne ergänzen möchtest? Ich bin mir überlegen. Ich glaube, von meiner Seite her passt es. Also ich glaube, wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele Themen und Punkte, die, glaube ich, wichtig sind für viele Verbraucher angesprochen. Ja. Und ich denke auch gerade dieses Thema Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Klar, man kann viele Anlagen sehr günstig bekommen, aber ich glaube, man muss einfach dann immer denken, was bekommt man in anderen Branchen für wenig Geld und für viel Geld. Also da gibt es normalerweise schon immer ein Preis-Leistungs-Verhältnis und das ist auch in unserer Branche der Fall. Vielleicht noch zu deinen Visionen. Was sind deine Visionen für die P-Power-Technologie? Was stellst du dir vor für die Zukunft, für die nächsten 10, 20 Jahre? Also wir möchten es natürlich ausbauen. Wir hoffen, dass wir mehr auf diesen Bereich Einrichtungen kommen. Weil ich halt auch denke, manchmal jetzt in Kindergärten, wo die meisten Kinder da Leitungswasser trinken. Bei uns in Salzburg ist das Leitungswasser noch akzeptabel. Nicht gut aus meiner Sicht, aber es ist akzeptabel. Aber ich würde mir wünschen, dass dann manchmal gerade Kinder, die ja dem ausgeliefert sind sozusagen, zum Beispiel dann eben auf das Spielwasser zurückgreifen könnten. Das wäre toll, das würde mich freuen, in Schulen das Gleiche, aber es könnte auch Universitäten, in Firmen sein.
wo einfach dann auch die Mitarbeiter dann die Chance haben, sich dort ihr Wasser abzufüllen, auch für zu Hause. Also dass wir dort irgendwie mehr wachsen und einfach noch mehr Menschen dieses Wasser zur Verfügung stellen und die Menschen auch dadurch, dass sie mehr in Kontakt kommen, immer mehr den Geschmack oder den Unterschied feststellen, da eine Sensibilität entwickeln und sagen, Wasser ist einfach ganz wichtig für mich und für meinen Körper und das, darauf lege ich Wert und da muss ich auch darauf achten, um gesund zu bleiben. Also es ist für mich einfach so eine der ganz wichtigen Elemente für meine Gesundheit. Nicht als ausschließlich natürlich, aber ein wichtiger Bereich. Und da hoffe ich, dass sich da noch viel tut und, ja, und dass wir auch viel für unsere Kunden tun können, also ihnen gutes Wasser näher bringen können. Okay, und die Garantiezeit war 2 Jahre auf der Anlage? Genau, 2 Jahre. Mhm. Gut, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich bei Ihnen, dass wir Gast sein durften bei der P-Power Technologie bei euch in der Firma. Ja. Und ja, ich hoffe, das Interview hat dir ein bisschen gefallen. Ja. Und euch auch vor den Bildschirmen, sage ich mal, auch. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Würde mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt für das Video, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren für neue Videos, die auf unserem Kanal erscheinen. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst auf unserem Kanal. Alles Liebe und bis bald. Sagt euch der Bastian von slowjuice.de und Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Genau. Und die Marie. Tschüss. Tschüss.